Wir machen jetzt eine kurze Taekwondo-Vorführung. Ja, wir sind hier beim SVDJK, die Taekwondo-Abteilung. Und machen jetzt ein kleines Trainingsprogramm. Und zuerst einmal alle unsere Leute auf die Bühne. So, während sich die Leute aufstellen, darf vielleicht schon ein paar Sachen sagen. Ja, bei uns gibt es Taekwondo für die ganze Familie. Also unsere Kleinsten sind 4, 5 Jahre alt. Die Ältesten sind weit über 70, kann also jeder machen. Und was wir heute zeigen, ist auch kein spezielles Sonderprogramm. Das haben wir nur 3/4 Stunde vorher geübt. Sondern es sind hauptsächlich Sachen, die wir im Training auch machen. Das heißt, alles, was Sie hier sehen, können Sie dann auch selber im Training bei uns lernen. Gut, dann. Ciao. Inge. Kima Chirugi, Chirat. Chumbi. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hau. Shio. Kreuz vorm Unterblock. Sacha Chirugi. Chirat. Chumbi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Kia, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Hao, Shio. Gut, im Taekwondo ist auch ganz wichtig Beweglichkeit. Das heißt, wir zeigen jetzt ein bisschen aus unserem Dehnungsprogramm. Kicktechniken, Kratzenhalter und Abjuggies.
Charlotte, Thymian, Lopi. Wir zeigen heute einen Bruchtest. Bruchtest machen wir im Training normalerweise nicht. Taekwondo zerstören nicht. Aber hin und wieder zeigt man, dass die Techniken auch wirkungsvoll sind. Traditionelles Taekwondo ist immer ohne Kommando. Ohne Kontakt. Aber dass wir Kontakt machen können, das hatten wir jetzt. Levis und Adrian. Verbeugen. Chair. Kinje. Stand to me. Sie chair. Nächstes zeigen wir eine Spezialdisziplin. Schlagen und Kicken reicht nicht immer. Manchmal ist der Kampf auch sehr intensiv oder man ist sehr nah dran. Das zeigen jetzt Sarah und Jan. Sie, Größe oder Kraft zu gewinnen, sondern durch die richtige Technik. Nächstes machen wir auch wieder eine richtige Technik, Pan de Dojo. Dickes Brett, Halter. Ein Brett geht nicht durch pure Kraft kaputt, aber man muss es auch genau am richtigen Punkt treffen. Thank you.
Sie sehen, unsere Bretter sind leider nicht angesägt. Das heißt, das ist immer ein gewisses Risiko. Aber zum Glück noch geklappt. Nächstes. Nai Han Shi Yong. Eine uralte Form, die ursprünglich aus dem Shaolin Kung Fu über Japan bis nach Korea gekommen ist, zeigen wir heute in einer gespiegelten Variante. Nai Han Shi Yong Jumi. Si Che. Nochmal Fauststoß nach den Fußtechniken. Ja, und Ebertarion. Ebertarion. Den können, bis man sie im richtigen Kampf anwendet. Als nächstes zeigen wir einen Kampf in höchster Vollendung, aber auch wieder als Einzeltechnik, und zwar zeigen wir einen gesprungenen Yip-Chagi über ein hohes Hindernis. Meisterschaften sind nicht das primäre Ziel von Taekwondo, aber hin und wieder sind wir trotzdem mit dabei, haben auch schon einige Titel geholt. Ja, und jetzt zeigen wir eine Technik, die beim letzten Mal die Goldmedaille geholt hat. Die Kinder haben sehr gutes Hoshinzo gezeigt. Wir legen noch einen drauf. Jetzt zeigen die Erwachsenen Selbstverteidigung. Yeah.
Zum Abschluss zeigen wir noch einen Bruchtest. Wir haben schon viel Holz gesehen. Ja, Bruchtest kann man auf verschiedene Sachen machen. Zum Abschluss zeigen wir noch einen Bruchtest auf Dachplatten. Dafür müssen wir natürlich vorbereiten, weil wir wollen ja nicht schmutzig machen. Chimachurugi, Chen, Chimi. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Pao. Shio. Chen. Chimi. Also bei uns gibt's dreimal pro Woche Training. Dienstags, Donnerstags, Samstags. Wer es mal ausprobieren möchte, ist jederzeit herzlich willkommen. Und die Kinder haben Flyer dabei, sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder. Sprecht sie einfach an, die gehen gleich rum, verteilen das. Aber weil gerade jemand gefragt hat, ob das blutet. Nee, das blutet nicht, das ist nur, weil die Steine rot sind. Okay, hat ein bisschen abgefärbt, also alles kein Problem. Gut, wenn noch Fragen sind, wir sind hier. Müssen wir sonst noch was ansagen? Der Stand, ah genau. Bei uns gibt es Limonade. Wir haben einen Limonadenstand da drüben. Da ist auch unsere Fahne. Da kann jeder auch heute schon Taekwondo ausprobieren. Wir haben ein paar Matten aufgebaut. Könnt ihr gleich jederzeit mitmachen. Sehen, ob es was für euch ist. Ja, kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch. Tja. Klingel. Und.